Hallo liebe Zuseher zu Hause, wir sind am Freitag angekommen, eine harte Trainingswoche liegt hinter uns. Wir haben gestern im Military Fitness Training wirklich körperlich einiges von euch abverlangt. Heute daher ein Regenerationstraining, ein Auslockern, ein Dehnen, um dann doch auch wieder mit ein bisschen Energie auch ins Wochenende starten zu können. Wir, der Geri, die Niki und ich, der Peter, wir begleiten euch wieder durch das Programm und sind für euch die nächste halbe Stunde da. Macht's mit, nutzt die Chance und ich hätte gesagt, los geht's. Passt, auch zum Regenerieren, auch um entsprechend auszulockern, muss ich den Körper ein bisschen aufwärmen, die Muskulatur warm machen. Damit beginnen wir wieder gleich mit Standlauf. Locker in Schwung bringen, die Muskulatur erwärmen. Weil eine warme Muskulatur dehnt sie wesentlich schöner und leichter als wie eine ganz kalte Muskulatur. Ja. Auch da, der Standlauf ist einmal ein guter Start. Man kann aber dann gleich einmal variieren mit Anfersen, mit dem Beinhub. Ja. Alles in dem Bereich da möglich. Genau. Okay, dann gehen wir gleich einmal in eine Armkreisbewegung. Das heißt, wir kreisen mit den Armen vorwärts, große Kreise machen. Genau. Und große Kreise rückwärts. Niki, eine Frage habe ich an dich. Spürst du was vom gestrigen Workout? Schon ein bisschen, ja. Ja? Muskulär, gibt es irgendwas, was da am meisten wehtut? Oder? Der Gluteus Maximus. Der Gluteus Maximus, der große Gesäßmuskel tut am meisten weh. Ah, den haben wir mit dabei beim Dehnen. Also das werden wir dann auch versuchen, entsprechend auszulockern. Okay, probieren wir jetzt einmal gleich eine kleine koordinative Komponente mit hineinzubringen, indem wir eine Hand vorwärts und eine rückwärts kreisen. Am einfachsten ist es, wenn ihr oben beginnt und aus der oberen Position dann die Hände einfach runterfallen lässt und dann geht es in Wahrheit schon los. Ist mir klar, ist natürlich nicht so einfach, wenn man das nicht so gut kann. Wir trainieren das natürlich öfters. Okay, auslockern, Oberkörper auslockern. Wir laufen wieder ganz kurz am Stand. Da kann man natürlich auch wieder variieren, so wie wir es die ganze Woche schon gemacht haben, mit dem Boxerlauf, mit Hampelmänner springen, ja, verschiedenste Möglichkeiten, einfach um den Körper, die Muskulatur vorzubereiten. Genau. Wie gesagt, die Bewegung ist da ganz wichtig, um den Körper entsprechend vorzubereiten. Jawohl, bleiben wir wieder stehen. Oberkörper in die Vorbeuge und die, die ganze Woche dabei waren, wissen schon, was kommt. Eine Rotation. Gerrit, sag einmal vor. Genau, Rumpfdrehen in der Vorbeuge. Geht schon los. Auch da kann man mit kleinen Bewegungen anfangen und dann immer größer werden, die den Radius immer weiter machen. Genau, und wieder locker laufen. Geri, gibt es irgendwas bei dir muskulär, was da wehtut von gestern oder hast du es gut verdaut? Gut verdaut, gut trainiert. Sehr gut, passt. Okay, versucht es nochmal ein bisschen das Tempo zu variieren beim Laufen, das heißt einmal kurz ein bisschen schneller werden, ein bisschen langsamer werden, dass wirklich der Kreislauf auch aktiviert wird. Genau. Und ich bin mir ganz sicher, ihr könnt euch erinnern an unser 1-2-3-4 Spiel. Das haben wir jetzt schon zweimal gemacht. Heute machen wir es noch ein drittes Mal, das bauen wir gleich ins Aufwärmen mit ein. Ich wiederhole es nochmal. 1, die linke Hand heben. 2, die rechte Hand heben. 3, das linke Knie heben. Und 4, das rechte Knie heben. Und das Ganze aus dem lockeren Lauf so schnell wie möglich umsetzen. Wir fangen einmal ganz einfach an mit 4. 1. 3. 2. Okay. Jetzt kombinieren wir das wieder mit zwei Zäunen. 1, 2. 4, 1. 2, 4. Also das, was ich sehe, schaut gut aus. Ich hoffe, euch geht es zu Hause gleich gut wie meinen zwei da. Einmal auslockern, einmal stehen bleiben, einmal tief durchatmen. Ja. Das, was wir jetzt noch machen, ist den Oberkörper verdrehen. Das heißt, ihr bleibt aufrecht stehen und schwingt nach links und nach rechts den Oberkörper einfach hin und her und schaut, dass ihr da ein bisschen Beweglichkeit auch im Bereich der Wirbelsäule hineinbringt, ein bisschen mobilisieren noch. Und dann sind wir aber mit dem Aufwärmen auch schon wieder fertig. Okay, seid ihr bereit? Gehen wir es an. Wir beginnen mit dem
mit der Wadenmuskulatur, mit dem Zwillingswadenmuskel. Das Ganze ist bei den Übungen, beim Springen, beim Laufen, auch beim Schnurspringen am Montag war das ganz stark mit dabei. Deswegen nehmen wir den jetzt einmal her und schauen wir uns einmal an, wie man den am geschicktesten dehnen kann. Ja? Nehmt einmal eure Position ein, bitte. Ich kann das natürlich einerseits an einer Treppe machen. Wichtig ist, haltet euch an. Dehnen sollte nie zur Gleichgewichtsübung werden. Ja? Oder ich kann das an einer Mauer machen, wo ich den Fuß anstelle. Da gibt es mehrere Varianten. Wir haben die zwei einmal herausgefasst. Und ihr geht langsam in die Dehnposition hinein und ihr kommt auch langsam aus der Dehnposition wieder heraus. Ja, das heißt, nicht ruckartig, nicht reißen. Und jetzt gehen wir es an. 30 Sekunden ungefähr geht es in den Muskel hinein, spürt die Muskulatur und lasst es wirken. Ja. Atmet, denkt an das, was ihr tut, denkt ans Dehnen, denkt ans Atmen und dann kann man wirklich spüren, wie man die Spannung aus der Muskulatur verliert. Genau, Seite wechseln, langsam aus der Position kommen, langsam in die andere Position hineingehen. Konzentrieren, spüren, was sich bewegt in der Muskulatur. Wichtig dabei ist, das Knie ist gestreckt, dass wir schön in den Zwillingswadenmuskel hineinkommen. Der Oberkörper entspannt aufrecht. Und langsam wieder aus der Position herauskommen. Habt ihr jetzt alles gut gespürt, Niki? Ja, warst du gut drinnen, Gerrit? Super. Die zweite Übung, die wir machen, ist für die Oberschenkelvorderseite, das heißt den Quadrizeps. Das heißt, alles, was da großer Muskel am Oberschenkel drauf ist, der Beinstrecker. Mit welcher Variante können wir das dehnen, Gerry? Da mit der Streckung genau halten, den Gleichgewicht zu. Genau. Das heißt, ich nehme es am Rist, ja. Die Beine parallel, und jetzt drücke ich die Ferse ins Gesäß. Richtung Gesäß. Genau so ist es. Schauen dann, wenn die Ferse beim Gesäß ist, dass man die Hüfte leicht nach vorne schiebt, dass man wirklich eine schöne Spannung in die Muskulatur hineinbringt. Wer es kann das natürlich auch ohne Anhalten machen und das Gleichgewicht auch so halten. Wenn das Dehnen aber zur Gleichgewichtsübung wird und die so wie am Mittwoch im Training ausgleichen muss, die Bewegung, dann ist es nicht richtig. Ja, da muss ich wirklich sicher stehen im Einbeinstand, dann kann ich das auch ohne Anhalten machen. Aber einfacher ist es sicherlich, sich entsprechend irgendwo anzuhalten, so wie es der Gerry auch macht. Okay, langsam wieder aus der Position herauskommen. Gerry wechselt die Seite und mit der Niki zeige ich euch noch eine weitere Variante im Knien. Genau, die Niki kniet sich ab, nimmt das hintere Bein in die Hand, schiebt das Becken ganz leicht nach vor, sodass sie wieder eine schöne Spannung in der Oberschenkelvorderseite bekommt. Wichtig ist, dass sie auch da eine aufrechte Position hat. Und wer seinen Fuß nicht ganz gut erwischt hinten, kann natürlich das auch mit einem Handtuch seine Finger, seine Hände ein bisschen verlängern, dass man da einen schönen Zug zusammenbringt. Aber rein prinzipiell sollte das schon möglich sein. Genau, wie gesagt, wichtig beim Gerry, die Oberschenkel sind einigermaßen parallel, sind nebeneinander, ja, und die Ferse wird zum Gesäß gezogen, ohne dass dabei die Hüfte nach hinten kippt, sondern die bleibt aufrecht und gerade. Langsam wieder aus der Position herauskommen und auslockern. Genau, wir haben beide Seiten erledigt. Nach der Oberschenkelvorderseite nehmen wir natürlich gleich die Rückseite her, den Beinbeuger. Niki, wie machen wir das? Was gibt es da für Varianten? Meine Ferse auflegen, ja. Auf einen Sessel oder auf einen Tisch. Genau, etwas erhöht. So. Der Rücken gerade, die Schultern zurückgezogen, der Oberkörper aufrecht, der Kopf wieder in Verlängerung der Wirbelsäule und ich gehe nach vor langsam in die Dehnung hinein. Wer das Ganze noch ein bisschen intensivieren möchte, der kann jetzt einfach aus der Position, so wie er jetzt steht, die Zehen Richtung Knie zurückziehen. Das kann man mit Handunterstützung machen oder einfach nur muskulär zurückziehen. Die Höhe des Blocks ist ziemlich egal, ob das die Tischhöhe ist, die Sesselhöhe ist, ist überhaupt kein Problem. Wichtig ist nur, dass du auch da aufrecht bleibst, Gerry, und versuchst nicht entsprechend da die Beweglichkeit aus dem Oberkörper zu holen, sondern eben wie gesagt aus der Muskulatur der Beine da arbeitest. Langsam den Druck herausnehmen. Und wieder die Seite wechseln.
Auch heute ist es natürlich so, wenn ihr Fragen zu dem ganzen Training habt, wenn ihr Fragen habt zum Auslockern, zum Regenerieren oder zum Training auch allgemein, stellt die Fragen, schreibt es hinein, kommentiert den Post und der Dr. Rausch wird die Fragen gerne beantworten. Genau, aufrecht bleiben, schöne Position halten, das Knie ist sauber durchgestreckt und ihr habt eine schöne Spannung in der Muskulatur drinnen. Langsam wieder herauskommen aus der Position, einmal ausschütteln, den ganzen Körper einmal durchbewegen und einmal durchschütteln. Die nächste Muskelgruppe, die wir herausfassen, ist der Hüftbeuger. Hat eine ganz wichtige Aufgabe bei den Ausfallschritten beispielsweise mit dabei. Bitte einmal die Position auf der Matte. Wir schauen uns das an. Es gibt da unterschiedliche Varianten. Wir nehmen die Variante mit dem Knie am Boden abgelegt. Das heißt, ich sage einmal vor, Niki, wenn du dich hochdrückst, kann man natürlich auch dehnen in den Hüftbeuger, aber dann wird es mit einer gewissen Zeit zur Kraftübung, das wollen wir heute nicht. Das heißt, wir legen das Knie am Boden ab, strecken die Zehen nach hinten aus und versuchen, das Gesäß nach vorzuschieben, das Becken nach vorzudrücken. Schaut dabei, dass einen geraden Unterschenkel habt, dass ihr nicht einen zu kleinen Winkel im Kniegelenk habt. Der Oberkörper bleibt wieder aufrecht und natürlich und wir sind locker in der Dehnposition drinnen. Je mehr, dass ihr euch auf das konzentriert, wo ihr hindehnt, desto mehr könnt ihr da natürlich herausholen aus dem ganzen Workout. Atmet, ja, bleibt kontrolliert. Und ganz wichtig, auch dehnen soll kein schmerzhafter Reiz sein. Das heißt, es soll nicht wehtun und ich kann mich vor lauter Schmerzen gar nicht konzentrieren, sondern ein lockeres Ziehen in der Muskulatur ist gut, aber alles, was darüber hinausgeht, muss auch nicht sein. Langsam bitte wieder aus der Position herauskommen. Einmal ausschütteln und die zweite Seite. Genau. Der Hüftbeuger. Ja? Ganz eine wichtige Muskulatur für uns. Brauche ich bei vielen sportlichen Bewegungen, gerade wenn es ums Springen geht, ja, ums Landen, bei den Ausfallschritten. Der Kniehub ist der Hüftbeuger immer mit dabei. Also da habe ich ganz viele Möglichkeiten, den zu trainieren. Und das ist eben eine gute Variante, ihn zu regenerieren, um die Spannung wieder herauszunehmen. Machen wir noch 5 Sekunden, vorbereiten. Und langsam bitte wieder aus der Position herauskommen. Einmal aufstehen, auslockern. Auch beim Regenerationstraining ist es so, auch da immer wieder einen Schluck trinken, die Flüssigkeit zuführen. Das ist auch in jedem Training, auch wenn es locker ist, wenn es regenerativ ist, eine wichtige Voraussetzung, um leistungsfähig auch zu sein. Und die letzte Übung für die Beine, die wir uns jetzt noch anschauen, ist die, also für die Beine, für die untere Extremität, wo der Hintern für mich dazugehört. Wir schauen uns den Hintern an, wir schauen uns die Gesäßmuskulatur an. Und das machen wir in einer sehr angenehmen Position, nämlich liegend. Bitteschön. Das heißt, für euch zu Hause, legt euch gemütlich auf die Matte. Wir fangen an, streckt die rechte Hand vom Körper weg nach außen und zieht das rechte Knie an, nehmt die linke Hand aufs Knie und dreht es zur Seite. Also wer meinen Worten jetzt nicht ganz folgen hat können, schaut sich am besten die Position von der Niki oder vom Geri an und macht das einfach nach. Wichtig dabei ist, ihr sollt jetzt nicht mit den Schultern vom Boden loslösen, die Schultern bleiben am Boden, beide. Ja, und die Bewegung kommt dann, wie gesagt, da aus dem Bein, teilweise ein bisschen aus der Wirbelsäule und gedehnt wird die Gesäßmuskulatur, der Gluteus Maximus. Entspannen, tief durchatmen, zur Ruhe kommen. Mal 10 Sekunden noch. So, und bevor noch wer einschläft, kommen wir langsam wieder aus der Position heraus und wechseln die Seite. Da auch
auch wieder langsam in die Dehnposition hineingehen. Keine ruckartigen Bewegungen beim Dehnen, sondern alle Bewegungen sind fließend, sind entspannt, sind langsam. Auch hier keine Schmerzen, sondern ein lockeres Ziehen in der Muskulatur ist erwünscht, aber mehr nicht. Genau. Gesäßmuskulatur brauche ich bei jeder Bewegung, wenn es darum geht, mein Becken zu strecken, meine Hüfte zu strecken, da spannen sie der Hintern an. Ja? Beim Beckenheben haben wir das in jeder Variante mit dabei gehabt. Okay, dann kommen wir langsam bitte wieder aus der Position heraus. Steht einmal auf beide, lockert euch aus. Die nächste Bewegung, die wir machen, geht jetzt eher in den Bereich Mobilität hinein. Da ist ein bisschen Dynamik, also eine niederintensive Dynamik mit dabei, angeleitet oder abgeleitet aus dem Yoga, die Übung. Das heißt, bitte einmal in die Position Bauchlage. Beide legen sich bitte hin. Ein knacksendes Gelenk darf schon mal sein. Die Hände wie beim Liegestütz unter den Schultern. Und jetzt schaut einmal nach oben, richtet euch einmal auf, versucht die Hände so gut wie es geht durchzustrecken. Ja, da gibt es auch die Variante muskulär anstrengend, das Kniegelenk und den Oberschenkel vom Boden abheben oder die lockere Variante, das Ganze abgelegt. Nachdem wir es regenerativ machen, bleiben wir abgelegt auf dem Boden. Die Zehen können zurück lang machen, das ist eine Variante. Genau, und jetzt schiebt euch nach hinten durch, sodass ihr wie in eine Pyramide quasi mit eurem Körper kommt. Und geht's, wandert mit den Händen zurück, schaut eventuell, dass ihr auch die Fersen am Boden auflegen könnt. Atmen nicht vergessen. Und langsam wieder in die Position nach vorne kommen, da wechseln wir zwei, dreimal hin und her. Ja, sehr schön. Und wieder zurück in die Pyramidenposition nach hinten. Genau, wenn die Fersen und die Handflächen da in der Position am Boden sind, ist das schon ein Zeichen für eine sehr hohe Beweglichkeit. Und einmal noch nach vorn wandern, durchdrücken und man spürt auch die Spannung in der Bauchmuskulatur, wie sie da ist. Okay, einmal auslockern, langsam aus der Position herauskommen. Okay, Niki, was machen wir noch für den Oberkörper? Die Oberkörperseite, fällt dir da was ein? Genau, das ist eine Übung, bitte, die darf ich dich bitten, dass du uns gleich mal vorzeigst. Genau, also ihr kauert euch einmal quasi zusammen wie ein kleines Kind, streckt die Arme aus und dann wandert ihr mit den Armen zur Seite, bis ihr einen Zug, ja, hier seitlich in der Muskulatur drinnen spürt. Das heißt, im Rückenmuskel, im breiten Rückenmuskel, da herunter kommt der Zug hinein. Wenn ihr die Position habt, bleibt sie da drinnen und versucht hier die Spannung loszulassen, zu lösen. Okay? Gerrit, du auch, bitte auch in die Position. Die zweite Variante für diese Übung, ihr seht, man kann das auch im Stehen machen. Diejenigen von euch, die zum Beispiel ein Problem haben, dass sie so am Knie arbeiten machen, im Stehen, überkreuzen die Beine und ziehen die eine Hand mit der anderen zur Seite und dann habt ihr auch da die perfekte Spannung drinnen. So, langsam die Position verlassen und die Seite wechseln. Bei der Niki, wie gesehen, sie hat die Seite schon gewechselt. Die hat das ungefähr im Gefühl, wann die Spannung da nachlässt, wann die Regeneration einsetzt. Wie gesagt, auch da sollte nicht zur Gleichgewichtsübung werden. Sicher stehen, konzentrieren, an Punkt fixieren mit den Augen, dann funktioniert das im Normalfall ganz gut. Langsam bitte wieder aus der Position herauskommen. Und wieder aufrichten, auslockern. Die nächste Übung, die wir euch anbieten, ist eine Dehnübung für den Brustmuskel.
Den haben wir gerade bei einem breiten Liegestütz gehabt oder auch bei einem gesprungenen Liegestütz von Gary gestern, die er da perfekt vorgezeigt hat und trainiert hat. Da ist der Brustmuskel mitgefordert und da ist es eine Variante, das Ganze an einer Mauer zu machen oder auch eine Variante, man schnappt sich ein Handtuch, ja, rollt es zusammen, geht in die Armstreckung und lässt die Hände so weit wie möglich nach hinten fallen und dann kommt hier herein der Zug, ja, im Bereich vom Brustmuskel. Wichtig dabei ist, haltet die Bauchspannung, das heißt, da ist Power drinnen, damit ich nicht in ein Hohlkreuz hineinfalle, dass ich nicht den Rücken beleidige, sondern wirklich nur die Brustmuskulatur dehne. Und da haben wir auch noch eine zweite Variante, die der Gary euch zeigt an der Mauer. Das heißt, die kennt man im Normalfall eher. Da drinnen, der Gary hält sich quasi an der Mauer fest und drückt die Schulter, rotiert leicht hinein, dass er da den Zug an der Brustmuskulatur spürt. Gary, bitte einmal die zweite Seite. Niki geht einmal kurz heraus aus der Spannung, lockert einmal durch und kann auch ein zweites Mal pro Muskelgruppe gerne hineintrainieren. Okay? Machen wir noch ein zweites Mal. Spürbar, wie die Spannung herausgeht, Gary? Ja. Ja? Das ist ein wichtiger Punkt, dass man das auch wirklich fühlt und spürt, weil dann macht es Dehnen doppelt Sinn. Okay, langsam aus der Position wieder herauskommen, aufstehen, auslockern. Jetzt haben wir schon ganz viel abgedeckt. Wir haben die Beine, die Gesäßmuskulatur, wir waren beim Bauch, wir waren beim Rücken unten, wir waren beim Rücken seitlich, wir haben schon den Brustmuskel, also wir sind schon fast durch mit unserem Körper. Das heißt, jetzt nehmen wir noch die Schulter heraus, die haben wir auch in vielen Übungen mitbelastet. Die kann ich auf eine altbekannte Art und Weise ganz gut trainieren. Niki, wie schaut die Variante aus? Genau, ich strecke eine Hand zur Seite, greife mit der anderen her und ziehe den Arm quasi zum eigenen Körper her. Dabei ganz wichtig, die Schultern bleiben tief. Das heißt, die Bewegung geht nicht nach oben, sondern die Bewegung geht zur Seite und die Schulter bleibt tief, nicht hoch. Genau, auch da entspannter Kopf. Der Nacken ist gerade und ob ihr jetzt die Hand ganz durchstreckt und gerade habt oder da einen leichten Winkel drinnen habt, macht keinen großen Unterschied. Ja, ihr seid beide Male in der Dehnung der Schultermuskulatur sehr gut drinnen. Okay, langsam die Position wieder verlassen, die Seite wechseln. Da auch wiederum in jeder Position, die ich aufrecht habe zum Dehnen, Grundspannung in der Rumpfmuskulatur muss gegeben sein, um entsprechend nicht in ein Hohlkreuz hineinzufallen, sondern da auch stabil und aufrecht zu bleiben, dass ich mich wirklich auf die Dehnung konzentrieren kann und mir nicht im Nachhinein dann der Rücken anfängt zum Wehtun. Und langsam wieder aus der Position herauskommen. Genau, jetzt haben wir einige Übungen statisch gemacht. Wir hatten eine Übung mit ein bisschen einer Dynamik drinnen, mit einer gewissen Mobilisation drinnen. Jetzt machen wir noch zum Abschluss eine Übung mobilisieren für den Nacken und dann noch eine für die Lendenwirbelsäule und dann sind wir mit unserem Programm auch schon durch. Okay? Die Nackenübung kennt ihr, die haben wir zum Aufwärmen schon ein paar Mal gemacht und das soll auch zeigen, Übungen zum Mobilisieren, die ich beim Aufwärmen mache, kann ich auch jederzeit in ein Cooldown-Programm oder in ein regeneratives Programm einbauen. Die Bewegungen sind langsam, sind fließend, sind nicht hektisch und dann ist das eine gute Variante, wie ich das sowohl als auch einbauen kann. Okay, wir beginnen mit dem Kopfbewegen von links nach rechts. Das schaut einfach einmal auf die linke Seite vom Zimmer, volle Bewegung auf die rechte Seite, da wechseln wir ein paar Mal langsam hin und her. Versucht einmal auch zu schauen, wie weit, dass ihr nach hinten schauen könnt, so dass die Schultern, aber der Körper stabil bleibt und merkt euch die Position, weil vielleicht wird es dann mit jeder Bewegung vom links und rechts schauen, dann sogar vielleicht einen Zentimeter mehr, ja, weil das geht relativ rasch. Okay, nächste Variante. Wir kippen den Kopf von der linken auf die rechte Seite.
Und wir schauen nach oben und wir schauen nach unten. Das heißt, das Kinn geht zur Brust und das Kinn geht nach oben. Da könnt ihr euren Stand immer wieder kontrollieren. Stehe ich sicher? Stehe ich gut? Sind meine Schultern aktiv? Bin ich in einer ordentlichen, aufrechten Position oder bin ich schon eher etwas zusammengefallen? Korrigiert euch da immer wieder. Und jetzt schauen wir auf die linke Seite und rollen das Kinn über die Brust zur rechten Seite. Und das können wir auch ein paar Mal hin und her rollen. Genau. Letzte Variante für die Nackenmuskulatur. Stellt euch hin, ja, schaut einmal gerade aus, dann kippt ihr den Kopf auf die rechte Seite, stellt die linke Hand auf und zieht langsam mit dem Kopf in die Richtung hinein, wobei ihr nicht bitte mit der Hand unterstützt, sondern einfach nur den Kopf zur Seite biegt, sondern kriegt ihr hier in der Nackenmuskulatur herunter einen schönen, lockeren Zug, der zum Regenerieren dieser Muskulatur absolut ausreichend ist. Und dann bitte nochmal die Seite wechseln. Ruhig weiteratmen, konzentrieren. Und langsam wieder aus der Position herauskommen. Okay, was fällt uns noch in unserer Liste, Niki? Was hättest du noch gern machen? Die Lendenwirbelsäule mobilisieren. Das schauen wir uns jetzt auf zwei unterschiedliche Varianten an. Die Niki zeigt euch die Variante mit Knie geschlossen. Das heißt, ihr stützt euch hinten ab, setzt euch hin, stützt euch ab und lasst beide Beine gleich nach links und nach rechts langsam hinunter, was die Beweglichkeit halt so hergibt, und wechselt da hin und her. Und die zweite Variante, die euch der Geri zeigt, ist, die Beine sind geöffnet. Und ihr macht aber die gleiche Bewegung. Ja? Das heißt nach links und nach rechts. Und auch da kriegt ihr eine schöne Mobilisation im Bereich der Lendenwirbelsäule hinein, um da ein bisschen auch die Spannung und den Druck herauszubekommen. Genau. Niki, kannst du schon was sagen? Wie fühlt sich das im Vergleich zum Anfang an? Bist du entspannter, bist du muskulär wieder besser unterwegs? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Nutzt die Zeit, macht diese Regeneration genauso, weil in der Regenerationsphase kann der Körper sich entwickeln. In der Belastungsphase wird er quasi schwächer und in der Regeneration entwickelt er sich und wird er stärker. Das heißt, wenn ich das auslasse, dann nehme ich mir ganz viel von meinem Trainingserfolg selber weg. Okay, Dankeschön fürs Vorzeigen, Geri. Dankeschön, Niki. Das war der Freitag, das war das letzte Workout für diese Woche. Danke, dass ihr so zahlreich mit dabei wart. Ja, der Erfolg, daran seid ihr beteiligt. Ja, wir, also der gibt uns recht, wir verlängern das Ganze um eine Woche. Das heißt, nächste Woche sind wir zur gleichen Zeit um 10.30 Uhr gerne wieder für euch da mit entsprechenden Workouts. Wir machen auch ein Wunschworkout, das heißt, ihr könnt gerne das Video kommentieren mit eurem Wunschworkout, was wir nächste Woche mit euch gemeinsam machen werden. Das heißt, entweder der intermittierende Rumpfkraftzirkel vom Montag, das Kraftausdauertraining, das Military Fitness Programm, also was wir die ganze Woche angeboten haben, was ihr gern in einer abgewandelten Form noch einmal trainieren würdet, hinterlasst eine kurze Nachricht, dann können wir das gerne mit einbauen. Und eine Kleinigkeit habe ich auch noch. Nachdem die Anfrage gekommen ist, ja, wir haben diese sensationellen Trinkflaschen, ja, und wir werden da auch pro Tag 3 Stück verlosen, als kleine Erinnerung, als Dankeschön, dass ihr da mit dabei wart. Und das Einzige, was ihr dafür tun müsst, teilt unser Video und kommentiert das Video und dann seid mit dabei. Dann verlosen wir pro Tag, wie gesagt, 3 Erinnerungstrinkflaschen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Nutzt die Zeit. Trainiert, regeneriert, wie auch immer. Wir sehen uns am Montag um 10.30 Uhr. Dankeschön, dass ihr dabei wart.